Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, dann wollen wir mal, wieso gehe ich eigentlich in die Richtung? Wir wollen doch schnell reisen, bin ich mir ziemlich sicher. So, schnelle Reise, wohin? Schatten im Westen, auch das Eclipse-Versteck. Das könnte man natürlich komplett auslöschen. Aber ich glaube, wir haben noch eine Quest abzugeben. Hier, rede mit dem Lehrmeister, das klingt doch gut. Quest annehmen, Quest aktivieren und reisen, ja, auf jeden Fall. Komme ich richtig raus? Ich habe das Gefühl, ich habe mich noch im Nachhinein verklickt. Das sieht richtig aus. Sei willkommen, Fremde. Ja, Fremde? Ich habe euch den Arsch gerettet, dank mir arbeitet ihr wieder. So, was will der? Ach, das war der Lehrmeister. Wieso muss ich mit ihm reden? Ich will nicht nochmal eine Abreibung bekommen. Bisschen Übung gefällig? Es gibt jetzt ein paar neue Trainingsaufgaben. Nein. Übung. Unbegrenzt Zeit. Kein Timer. Herausforderung. Resonatorstoß. Nee, eigentlich nicht. Schließen. Ich muss los. Du bist mit dem Training noch nicht fertig. Hoffentlich bis bald. Warum bin ich mit dem Training nicht fertig? Ich fühle mich ziemlich fertig. Echt, muss ich da noch was machen? Quest neben. Das ist nicht die brennenden Blüten. Stamm. Wo war sie denn? Katerjägerin, Blutzeichen. Das gibt alles so viele Fertigkeitspunkte. Das müssen wir echt mal machen. Veteran in Steinhall, auf die Klippe. Oh. Tunnel, begib dich zum Treffpunkt her. Das sind doch meine Nebenquests. Was war das? Das Fortdauern? Nee, da sind wir nicht stark genug. Altholz, kehre zu Sahel zurück. Sahel. Okay, da. Quest aktivieren, dann reiß mal halt dahin. Ich will doch hier keinen Tutorial-Kampf mehr machen. Ja. Hinweis, Lagerfeuer ist da oben verblieben. Hab ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis anscheinend. So. Ja. Beschwer dich doch nicht so viel. So eine Schnellreise. Ja, zum Lagerfeuer dann halt. Wäre cool, wenn man auf irgendein Icon drücken könnte. Aber so geht's natürlich auch. So, ganz schöne Ladezeiten haben wir heute. Mein PC ist wohl etwas müde. Und nein, neue Gerüchte brauche ich nicht. Ich bräuchte so eine Navigations... Du! Nochmal so aggressiv und es gibt aufs Maul? So. Was kann denn Sahel für mich machen? Achso, da haben wir, glaube ich, den Mord aufgeklärt an seiner Frau. Da ist Jael. Ich sollte ihr die Samentaschen geben, die ich aus dem Altholz gerettet habe. Ah, dann war es die andere Quest. Lau ist dank dir wieder zurück bei uns. Jo, gern geschehen. Ist es sicher, wieder Jäger loszuschicken? Natürlich. Es wird da draußen nie ganz sicher sein, aber der Kallenschreiter ist tot. Mhm. Hier, die Samentaschen. Ich sorge dafür, dass ihre Familien sie zur Pflanzung bekommen und zur Erinnerung. Ja. Lau und Wen würden dir bestimmt gern selbst danken. Du findest sie im Hain. Es war mir eine Ehre, Aloy. Möge das Land gut zu dir sein. Ja, zu dir auch. Wir alle betrauern Kalais. Yay, abgeschlossen. Aber wir müssen nach vorne schauen. So, ein Fertigkeitspunkt, das ist doch gut. Der Sporn, kehre zu... Ja, habe ich auch abgeschlossen. Das war dann aber der Ermordete, die Ermordete. Hier damit. Hier mit meinem Reward. Ihre Tasche. Du hast sie. Ja. Ihr habt nicht sehr gründlich gesucht. Sie ist nicht gestürzt. Das war Mord. Was? Ich bin hoch zum Sporn gegangen. Dort war Kalais und auch die Leiche ihrer Mörderin. Das ist unmöglich. Der Suchtrupp hat dort gesucht. Da war nichts. Sie liegen noch da. Die Leichen waren in einer anderen Lichtung. Und dort hat niemand gesucht. Als ein Pirscher sie anfiel, wollte sie gerade Kalais Leiche verstecken. Wer war sie? Ich hoffte, ihr wüsstet das. Das ist ihre Samentasche. Ach, das gehört doch Liz? Nee, keine Ahnung.
Die gehört Lina. Sie ist Kells Lehrling. Sie war. Das verstehe ich nicht. Warum tat sie das? Mir egal, hier mit meinem Reward. Hey, du! Wo ist Kell? Sie ist durchs Osttor gegangen, vor rund einer Stunde. Sie geht nach Hause. Sommerwind. Sie läuft weg von hier? Aber sie muss vor Gericht. Ich hol sie ein. Vor Gericht? Wohin muss ich? Kann ich sie nicht einfach da auch ist töten? Eine zerstörte Siedlung an der Südgrenze. Dort wuchs sie einst auf. Wir holen erst noch die Wache und versuchen dich einzuholen. Bemüht euch nicht, Jungs. Das schafft ihr nicht. Habe ich die jetzt abgeschlossen? Nein, Mist. Ja, dann auf zum Wegpunkt. Ich will meine Questbelohnung. Da ist ein Landgut. Den greift man am besten nicht an. Sonst sind die ein bisschen pissig hier. Ja, schön machst du das. Ja, schön grubbern. Ach, da fällt mir ein, ich hätte wieder mal Bock auf Farming Simulator. Der Wind trage dich. Der Wind trage auch dich, mein Kind. So, hier ist ja noch ein Lagerfeuer. Ist ja praktisch. In undefiniert vielen, in 100 Schritten. Dann kriegt man hin. Was ist denn das für ein... Was bist denn du? Wir werden es gleich rausfinden. Was ist denn das da hinten? Oh, das sah aus wie ein Horrorfilmmonster. Das ist nur ein Typ in Maske. Oh, ich hätte beinahe auf dich geschossen, Mädel. Du sahst echt gruselig aus. Wie soll ich das wissen? Ich sehe nichts. Lass mich doch nicht nochmal Spuren suchen. Da oben ist er ja. Das war nicht weiter schwierig. Die wollte ja gefunden werden. Tot. Tot. Tot den Feinden. Weiß zwar nicht welchen, aber... Irgendwer wird schon mir feindlich gesinnt sein. So, Rotfuchs und Blauhirsch. Nee, okay. Hat mein PC wieder... Vielleicht bin ich rausgetappt. Weiß nicht, ich bin ungern im Fenstermodus unterwegs, weil genau sowas dann passiert. Waschbär! Oh, das war überdramatisch. Ja, damit. So, da ist ein Flugsaurier. Den dürfen wir nicht ärgern. Wie kommen wir denn da hoch? Ah, einfach die Rampe entlang. Gut, das kann man jetzt nicht vorhersehen, dass hier einfach sowas ganz offensichtlich rumsteht. Das kann jedem mal passieren. So. Oh, nicht getroffen. Na gut, die will nicht getroffen werden. Jetzt weiß es jeder. Es war nur eine Frage der Zeit, als du die Klippe hoch bist. Du hast dem Mann, dessen Frau du ermordet hast, gesagt, er soll nach vorn schauen. Ich habe doch nie gewollt, dass es so weit kommt. Warum dann? Calais säte die Saat der Zwietracht. Nicht gut. Sie wollte, dass die Utaru Rheinklang verlassen. Wieso hat sie nicht so was Sinnvolles wie Gerst oder Hopfen gesät? Wäre das am Ende zerstörerischer gewesen als jede Krankheit oder Maschine? Du befahlst ihren Tod? Alles hat seine natürliche Ordnung. Wachstum, Verwesung. Ja, und du weißt es wieder mal am besten, du Olle. Das ist der Lauf der Dinge. Ja, und jetzt bist du dran. Packt nicht seine Wurzeln. Also beseitigte ich, was uns bedrohte. Ja. Und es tut mir aufrichtig leid. Das glaube ich nicht. Vorbei. Ich sorge dafür, dass du für das verursachte Leid bezahlst. Zu spät. Oh, die hat Heidelbeeren gegessen. Es endet mit dir. Du hast trotzdem versagt. Niemand wird sich an dich erinnern. Das ist zu grausam. Du wolltest Calais Meinung unterbinden. Meinst du, es nutzt den Traditionen? Schön, dass die gewartet hat mit dem Abnippeln, bis ich mich entschieden habe. Du kannst nichts mehr dagegen tun. Nein, sie musste vor Gericht. Calais verdient Gerechtigkeit. Ja, was soll ich jetzt tun? Ich dachte, dass mit Calais ihre Ansichten sterben.
Widerleg das. Das wäre Gerechtigkeit für Calais. Naja, so halbwegs. Es ist nicht viel. Aber bitte nimm das hier. 2 Fertigkeitspunkte. Ich muss mich nicht mehr auf ewig fragen, was wohl mit Calais passiert ist. Nee, die ist mausetot. Eine Seuche. 3 unserer Leute sind tot. Und wofür? Ich hab nicht aufgepasst, für irgendwelche Wurzeln. Ich wollte dich nie unter uns. Ach. Aber jetzt sieht es aus, als müsse ich dir danken. Tja, Pech für dich. Du hast uns die Fäulnis gezeigt, die hier um sich griff. Tut mir leid, dass es so kommen musste. Die Fäulnis ist jetzt weg. Neues kann wachsen. Ach, ihr seid doch alle Spinner. Ich mag euch aber, gute Spinner. So, unbekannter Unterschlupf. Dann wollen wir uns damit natürlich auch bekannt machen. Oh, ich habe einen Himmelsgleiter Klingenschweif bekommen, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ausruhen oder weitergehen? Das darf ich entscheiden, oder? Ist hier irgendwas Legendäres? Nee, nur ein legendäres Lagerfeuer. Speichern! Und so sieht's aus. So, dann haben wir das hier komplett abgefrühstückt. Nein, danke, Lehrmeister macht man nicht. Signalturm haben wir, glaub schon. Obwohl, keine Ahnung. Schlusslichtschatten. Rebellenaußenposten, Stillsande, Süde. Ja, Rebellenaußenposten, warum nicht? Können wir direkt hier hinreisen. Dann können wir mal ein bisschen was schnetzeln. Darauf hätte ich jetzt besonders Lust. Bis jetzt war die Folge doch sehr diplomatisch. Jetzt wird Zeit, dass wir endlich mal hier einen Bogen verwenden. Aber laden tut es tatsächlich gerade ein bisschen lang. Ich glaube, ich muss meinen PC ein bisschen ernster anschauen. Nicht, dass da irgendwas ersetzt werden will an Komponente. Nee, dafür hätte ich jetzt eh kein Geld. Der muss irgendwie klarkommen. Bist du eine Wildgans? Bist doch wieder nur ein Geier. Ach, wir werden es nie erfahren. Hä? Kommt ihr einfach hier durch? Spitzenverwüster? Feuer macht die Sache einfacher. Der ist Stufe 32, Mädel. Nix ist hier einfach. Ich schieße ihn trotzdem ab. Boah, haben sie das gepatcht? Das wirkt alles ein bisschen langsam. Ach nee, ich habe ja mehr Konzentration. Boah, der sieht aber aus wie ein Panzer. Ich bin doch ausgewichen. Man hat mir Feuer versprochen. Lerne ich irgendwann zu fliegen oder wird es wirklich so schwer? Entschuldigung, wusste nicht, dass du gleich so aggro reagierst. Bolzen. Muss laden. So, wie kann ich noch mein ganzes Magazin verballern? Ich muss meine Ausdauer regenerieren. Hä? Da redet jemand. Wo ist denn die Waffe hin? Der hat doch eine Waffe, ich habe ihm die Waffe abgeschossen. Was bist du? Ein Frosch. Na egal, her mit dem Froschfleisch. Ja, Krötenechse Innereien, warum denn nicht? Nee, ernsthaft, ich habe ihm doch die Waffe abgeschossen. Und da ist eine Verwüsterkanone. Ach stimmt, der hat mich ja ein bisschen getrieben. Nein, warte. Oh, mach doch sowas nicht. Wieso gehen alle Kämpfe mit übermächtigen Kreaturen gerade schief? Vielleicht sollte ich mehr Deckung nehmen einfach. Mehr Deckung! Nicht weniger Deckung. So, da ist doch ein Säurefass. Da schießt man mit Säure. Oh, so viel dazu. Nicht getroffen. Habe ich es getroffen? Nein. Scheibenkleister. Komm schon, irgendwas. Au. Komm, der ist fast down.
Nur noch 20 Schuss oder so. So, dann nehmen wir doch mal die Guten wieder. Ausweichen, ausweichen. Ey, Leute, das musst du jetzt hinkriegen. Ich habe nicht mehr viele Heilpflanzen. Nein. Komm auf den Arsch. Ja. Ich hoffe, der hat gute Teile für uns. Nein. Du bist nicht ohne Sünde. Nicht mit Stein werfen. Komm schon. Mir gehen die Pfeile gleich wieder aus. Ah, den kriegt man down. Den kriegt man gleich down. Der Behemoth ist nicht so schlimm. Der Verwüster da hinten schon eher. Ja, ja, wir können ja nachcraften. Danke, die Palme hat mir echt den Arsch gerettet. Nein, daneben. Volltreffer. Komm schon, gleich ist er down. Waffenausdauer und gib ihm. Gleich bin ich auch down. Gar nicht gesehen. Hab ich dich? Boah. Was für ein Arsch. Und wo ist der andere Arsch? Da ist er ja. Ja, bist nicht mehr so cool ohne deinen Freund. Wieso greifst du eigentlich nicht wirklich an? Wo bist du hin? Ich hab mich gerade umgezogen. Raus hier. Helf, helf, helf. So bleib ich im Kampf. Ja. Wird sich anbieten. Nur 12 Schaden. Nee, insgesamt glaub mir, aber... Boah, keine Munition. Das kann doch nicht wahr sein. Nachcraften. So. Nicht verstecken. Ohne deine Waffe bist du aber ziemlich nutzlos. Ja. Na, dann schlag mal ihn doch mal. Nein! Voll in die Rübe, aber so viel hat es tatsächlich nicht gebracht. Das bringt allerdings was. Schon. Und nochmal. Und nochmal. Boah, ist das wieder ein Fight. Ich mag das Spiel. Es ist zwar nicht ultra anstrengend, aber ich bemühe mich und tue mich schwer. Für mich ist es anstrengend. Aha. Her mit meinem wohlverdienten Zeug. War wirklich wohlverdient. Nabelschwein. So, das Dickerchen müssen wir natürlich auch looten. Ah, habe ich gerade getan. Sehr gut. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Kühlsaft, warum nicht? Mittleres Vorratslager. Oh, wir haben dadurch auch Heilpflanzen bekommen. Das ist natürlich perfekt. Ansonsten, hier haben wir noch so einen komischen Stein. Okay. Da haben wir auch so Felsen. Ja, ja, Vorrat für die Jagd. So. Und noch irgendwas? Löschwasserfalle. Kann man bestimmt irgendwann mal gebrauchen. So, das sieht nach Grünglanz aus. Na, also, her damit. Schön, dass die so schimmern. Und dann waren wir ja eigentlich auf dem Weg zu dem Außenposten. Wurde nur kurz abgelenkt. Nein, hör doch auf, in die Richtung auszuweichen. So, nochmal eine Pflanze. Und ja, fortgeschrittene Springfalle. Warum denn nicht? So, Munition dürfen wir auch mal wieder auffüllen. Vor allem, wenn die Rebellen hier wieder aufs Maul wollen.
Und das wollen sie. Noch eine Rebellenaußenposten. Ich hörte, hier gäbe es einen. Boah, der Vogel hat aber auch überlegt, ob er sterben will oder nicht. Was? Schleichen? Niemals. Lohnt sich doch gar nicht. Dieser Rebell hat schwere Ausrüstung. Muss der Anführer sein. Hey! Eindringling! Wo? Ich schalte ihn aus. Haha. Platziere eine Falle. So, was nehmen wir dann? Ich würde es gerne noch mal ausprobieren. Und... Kollege, ich muss nachladen. Wieso bist du mir nicht feindlich gesinnt? Oh, bist du? Da greift mich echt kaum was an gerade. Komm schon. Ja, das hat gar nichts gebracht. Lass den Eindringling in Ruhe. Au. Also Schaden machen die, aber ich habe das Gefühl, das backt leicht. Wieso kann der so schöne Granaten werfen? Ihr müsst büßen. Boah. Hört doch mal auf mit euren Minenwerfern. Tja, jetzt kann man sich konzentrieren. Dein Schild bringt nichts, wenn du es nicht über die Rübe hältst. Wo ist der Feind? Sag's mir, ich schalte ihn aus. Bist du schon tot? Was ist denn los mit den Rebellen? Keine Moral mehr. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einer verschlossenen Truhe. Zum Glück habe ich einen Schlüssel. Wo ist die verschlossene Truhe? Hier? Ja, das trifft sich ja wunderbar. Nein, auf dich. Ja, da stöhnst du zu Unrecht. So. Die schalten wir natürlich auch noch aus. John zählt das hier nicht als abgeschlossen. Oh, das war die teure Munition. Egal, die macht so schön Schaden. Und... Diese Rebellen belästigen niemanden mehr. Ja. Schniedel abgeschnitten. So, hier damit. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Ich nehme zum Sammeln. Und das hier ist gut zum Speichern. Na also. Was hammert denn da hinten? Ich bin ja gerade schon umgekommen gegen den Behemoth und seinen Kumpan. Ja, das sieht nochmal schlimmer aus. Wir sehen uns das auf jeden Fall gleich an. Sobald wir hier das blaue Zeug eingesammelt haben. Das ist cooles blaues Zeug. Das braucht man alles. Bestimmt irgendwann mal. So, und dann schauen wir mal. Das ist ein Steinbrecher. Da haben wir eigentlich gar kein Problem, weil wir keine Steine sind. Das nehme ich gern mit. Genau, das nimmst du mal als Lebensweisheit mit, Aloy. Stufe 25 geht eigentlich. Legendäres Wildrun, episches. Also das war ein Steinbrecher. Was magst du nicht? Pfeile, okay. Pfeile magst du nicht. Yay, abgefallen. Mist. So, einmal verwandeln. Und Go-Go Power Ranger. Normalerweise funktioniert das immer. Was magst du nicht? Frost. Mensch, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Aber erst, wenn wir auf Frostpfeile wechseln. Mensch, habe ich schlechte Nachrichten. Nein! Aloy! Was soll die Scheiße? Wollte ich doch gar nicht drücken. Also, ich dachte, er kommt mir jetzt hinterher. Nein! Das sind ja nicht die drei Pfeile, sondern... Ich lern's einfach nicht. Ich lern's einfach nicht. Craft mal gleich nochmal nach. Und hier Dreifachschuss. Dankeschön. Das wollte ich doch. So, frier ein, du Schwein. Ne? Komm ich dir auch wieder hoch? Da bist du ja. Da bist du ja. Und schockgefrostet bist du auch noch. So, vielleicht bringen die Pfeile jetzt besonders was. Ja, würde ich sagen. Nicht verschwinden.
So, ich mache nochmal Pfeile nach. Und das würde ich auch nochmal gerne ausprobieren. Der ist bestimmt demnächst direkt unter mir. Und das? Die Grabenklaue. Oh, 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 oh. Na, komm hoch. Verstecken gilt nicht. Kann sie doch nicht nur verstecken. Egal was es war cool. Hat er cool gemacht. Aber ein ganz schönes Arschloch. Wollte Arschi sagen, das war aber etwas unangebracht. Der hat schon faustdick hinter den Geiern. Komm hoch, du Scheusal. Scheusal. Doch nicht gerade, wenn ich feststecke. Also unterirdisch kann ich nun mal nicht kämpfen. Ohohoho. Hätte er mich beinahe erwischt. Hätte er mich wieder beinahe erwischt. Komm schon, jetzt bleib mal oben. Boah. Was für ein Arsch. So, schön die Pfoten zeigen. Oder das Bäuchi. Ausgewichen. Wo bist du hin? Wieso so viel unterirdisch? Dagegen kann ich doch so wenig machen. Und ich habe keine Waffenausdauer. Zeig mal, was bei dir wieder empfindlich ist. Der Schwanz. Immer die empfindlichen Schwänze. Nein. Aha. Noch 84 Schaden reingedrückt. So. Das nehme ich mir. Ja. Nur 17. Ah, scheiße. Mal wieder Pfeile nachmachen. Also lang der unterirdisch hier rumstromert. Oh, jetzt geht er wieder öfter an die Oberfläche. Vielleicht ist ihm die Luft einfach im Hals stecken geblieben. Ja, das tut weh. Was? Das tut weh. So. Wollte gerade sagen, während der hier unten so schön rumklamüsert, könnte man ja die Heilpflanzen alle einsammeln. Gleich ist er tot. Gleich ist er tot. Und auf das Krallilein. Oder aufs Bäuchi. Oh, oh. Das war ein cooler Kampf. Das war echt ein cooler Kampf. So. Looten, bevor er komplett ausbrennt. Alles gut. Das sind, glaub, nur noch Muskelzuckungen. Der ist hinüber. Ja, jetzt hat's aufgehört. Geier. Und auch noch ein blauer. Ja, ja, hier mit dem Geierfedern. Mit den Geierfedern. So, die haben wir auch noch zur Sau gemacht. Beziehungsweise war sie schon davor. Wir nutzen das nur aus. So, ganz viele Pflanzen. Da das wussten die Spieleentwickler, dass das ein härterer Kampf wird. So, was haben wir hier noch? Was liegt? Da leuchtet noch irgendwas. Da hinten auch, da auch. Ich glaube, das wird sich hier anbieten, das echt mal aufzusammeln. An diese Klauen kommen wir nämlich nicht so leicht ran. Haben wir ja gerade festgestellt. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Was bist du? Ein Vogel, okay. Du bist eine Taube, mein Täubchen. So, Reinholz kann auch nicht schaden. Rein damit. Oh, da haben wir einiges verschossen. Ich schwitze überall. Wirklich überall? Vielleicht liegt es ja an gewissen Stellen nur an mir. Das wäre das erste Mal. Naja, auf zu freudigeren Themen. Karte, was haben wir hier?
Glimmerwinkel, finde die Ursprünge des Ornaments. Da ist auch eine neue Quest. Hier ist ein Rebellenaußenposten. Begib dich zum Tunnel. Jagd gegen den Durst. Das klingt doch sinnvoll. Ich hätte zumindest auch Durst. Koordinaten der Kattenchargers. Der Schattenchargers können wir auch gern machen. Erstmal eins nach dem anderen. So, wie weit ist das? 1000 Meter, da hole ich mir wieder ein Reitvieh. Obwohl die Großen echt unhandlich sind. Ja, genau dich meine ich. Du bist genau so fett wie ich. Gewichtsmäßig kommt es vielleicht sogar wirklich hin. So, wir lassen uns aber nicht beirren. Erstmal das Lagerfeuer aufdecken. Eine Schnellreise mehr. Eine potenzielle Schnellreise mehr. Ja, hier einfach weitergehen. Einfach weitergehen, es gibt nichts zu sehen. Hauptsächlich Sand. Die Klippe habe ich gar nicht gesehen. Unbekanntes Gräber. Kanistergräber. Habe ich noch nicht gescannt, oder? Bleib doch mal stehen, nicht das Nabelschwein. Frostkanistergräber, Stufe 10, okay. Nee, damit will ich mich gerade nicht anlegen. Ich will zum Wegpunkt. Kommst du da hoch? Ja! Nein! Dann nicht in so einem steilen Winkel, mein Freund. Ach, dann mach mal's anders. Ich ruf dich einfach hinterm Hügel nochmal. Ja. Nein. Nimm in Ruhe. Könnte ich auch einfach nochmal hier bestechen, überschreiben. Tja, neues Reittier kommt sofort. Hi Jungs. Bei Jungs. Tja, das passiert nun mal, wenn Reitvieh in der Düne stecken bleibt. Muss man neues organisieren. Lagerfeuer, habe ich es entdeckt? Das sieht gut aus. Das hat sich auch entdecken lassen. Unterschlupf, Dornrücken, Salamander. Weiß nicht, warum ich zu den Dingen immer Salamander sage. Sehen ja nicht mal wirklich aus wie welche, aber irgendwie finde ich doch. In meinem Gehirn innen drin ist das so. So, raus hier, raus hier. Verlauf dich doch nicht im einfachen Gestrüpp. Du bist eine große Maschine. Genau deswegen sind deine kleineren Brüder besser. Wildtierkill. So, das Lagerfeuer haben wir dann auch. Ich dachte, das interessiert dich. Auf der Reise durch Niemandsland bin ich auf eine Karja-Expedition gestoßen. Alter, am verbotenen Westen, ne? Ganz schön wagemutig. Woher töricht? Ein Trupp von ihnen gräbt alte Relikte aus, südöstlich von Steinhall. Genau dein Ding. Okay. Nicht gut. Danke, Erin. Dankeschön. Hab dich lieb. Oh. Er weiß es ja. Da hat er einfach zu früh aufgelegt. So, was haben wir hier? Das ist nochmal ein Reishorn. Questrohstoff. Hier mit meinem Questrohstoff. Was für einen Rohstoff brauche ich überhaupt? Wahrscheinlich die Metallscherben. Die Quest ist immer noch aktiviert, damit ich mir das schöne Outfit kaufen kann. Und was bist du? Teile, die ich für die Überbrückung brauche. Ah, okay. Frostbrüllrücken und nochmal ein Behemoth. Ja, mit den Teilen. Ja, mit den Teilen. Ich schieß dir auch das andere Ohr ab. Wenn du mich lässt. Das nenne ich mal Stufenaufstieg. Das haben wir uns verdient. Boah. Oh nee, nicht so ein Ding. Welche Stufe bist du? 20, das geht. Au. Die Schockladungen sind definitiv neu. Die haben mir im letzten Spiel nicht so viel Probleme, glaub ich, bereitet. Also im ersten Teil.
Ihr könnt nicht alle gleichzeitig. Entweder einer nach dem anderen oder ihr zieht euch ein Ticket. Ich bin Softwareentwickler. Ich mache nichts ohne Tickets. Komm schon. Stirb doch. Kann doch nicht so schwierig sein. Jo. Demnächst. Bei mir im Kino. Schau mal, wie wir den ausschalten. So. Da bin ich doch relativ geschützt. Tja. Da überschlägst du dich. Ah, der nimmt wieder so viel. Der kann so viel einstecken. Wieso so viel Behemoths gerade unterwegs? So. Mach mal nochmal hier das nach. So, ich verwandle mich in Super Aloy. Also in Super E10 Aloy. Man will ja nicht übertreiben. Oh, das hat er gar nicht gemocht. Das auch nicht. Oh, das am Arsch hat ihn nicht wirklich interessiert. Aha. Ich hab den High Ground. Das hat ihm nicht geschmeckt. Ja! Ist der schon mal down? So, jetzt nur noch... Achso, wo ist sein Verwüsterfreund denn überhaupt hin? Den findet man gleich wieder. So, Kanone liegt hier unten. Zwischen meinen Beinen. Auch im Spiel liegt sie hier in der Nähe. So. Na, komm mal her. Ja, mit seiner eigenen Kasone. Mit seiner eigenen Kanone geschlagen. Das ist so aufregend, dass ich wieder verlernt habe zu sprechen. Komm schon. Zeig mir, was dir nicht gefällt. Ja, das gefällt mir nicht. Verstehst du absichtlich Dinge falsch? Ich glaube, das macht er mit Absicht. Du hast ja kein Teil mehr, was dir wehtut. Er lebt ja immer noch. Ach, da ist noch was. So, jetzt ist er tot. Ganz schön widerborstig, die Viecher. Komm, du hast doch da unten deine Euter. Empfindliche Euter. Das wäre ein guter Episodentitel. Ich hoffe, den kann ich mir zumindest mal merken. Ich brauche hier echt einen Block neben mir, wo ich mir das mal aufschreiben kann. So, da kommt... Zu viele sind auch nicht gut. Ja. Sammel die wieder ein. So. Hier mit meinem Zeug. Jetzt müssen wir noch schauen, ob wir das Lanzenhorn-Zeug kriegen. Habe ich wieder einen Stein aufgehoben? Ja, ich hab's befürchtet. Ist egal. Bei allem, was wir machen, ist auch ab und zu mal ein Stein drin. So. Irgendwas Quest-Item-mäßiges hier. Keine Ahnung. So, bestimmt die Geweihe. Und Rohstoffbehälter. Ich dachte, wir wollten zum Questziel. Wo ist das denn wieder hin? Ach, da ist es. So, dann wieder auf die Schnauzen schießen. Beziehungsweise auf die Geweihe. Ja. Beenden wir es. Dann bleib mal stehen. Oder komm her, das ist auch gut. Au! Deswegen bist du wohl ein Feuerreißhorn. Finde ich schon mal schön, dass ihr nicht unbedingt weglauft. Gerade wollte ich sagen. Boah. Stehen bleiben. Du bist verhaftet. Ich bin wie ein Cop in Amerika. Erschießen, dann verhaften. So. Da ist ja noch was. Weiß trotzdem nicht unbedingt, was ich von denen brauche. Wenn es nicht die Geweihe sind, was dann? Wann es nicht die Geweihe sind, wann dann? Ach, das hat nicht gut funktioniert. Da muss ich mich wahrscheinlich wieder entschuldigen.
Ja, das mache ich wann anders. So. Sammle ich auch auf. Man muss vorbereitet sein. Natürlich muss man vorbereitet sein. Ich habe den Folgentitel schon wieder vergessen. Empfindliche Euter war es, glaube ich. Empfindliche Euter. Ich muss mir das merken können. So. Aloy, hier drüben. Hi. Na, ja, du bist gekommen. Ich bin berührt. Heute noch nicht. Bitte entschuldige das. Ich bin geschüttelt. Unsere Soldaten bereiten sich hier darauf vor, Maschinen in die Schlucht zu treiben, um Teile zu sammeln. Nimm dir Guter ruhig Plan. Alles, was du brauchst. Danke. Unsere Beute ist nicht weit. Bin gleich hinter dir. Was für eine Beute? Hier lang. Je schneller wir diese Herzen haben, desto schneller bekommen wir Wasser. Ach, Herzen für Wasser. Uns hilft unser eigener Clan aber nicht. Unsere sogenannte Kommandantin redet immer davon, wie knapp das Wasser in der Wüste ist. Ich darf mir alles aber nehmen. Aber verdurstet irgendwer in Brennspeer? Oh, Spulen. Haben wir noch gar nicht wirklich genutzt. Werden, der weiß, wie man... Hast du eine Verabredung? Ja. Aber nicht mit dir. So. Ich würde aber tatsächlich sagen, reicht es schon für die Episode. Wie es mit den Herzen weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal.